Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake mit Ximena Evening Rider. Ja, ich bin hier wieder in Vale beim Darkor Hauptquartier und der Darkor Boss hatte ja noch einige Quests für uns, wo wir ja erstmal noch nicht weitergemacht haben. Und ja, das machen wir jetzt natürlich. Dann mal auf, mal gucken, was er alles so möchte. Das sah nämlich letztens nach irgendwie irre viel Arbeit aus. Mal schauen. Also, Öle, Darkors Maschinen. Okay, Schlammschlacht und Darkor Lunch. Fangen wir mal mit den Maschinen an. Hör jetzt gut zu. Unsere gigantische Bohrmaschine muss geölt werden. Ich mache das normalerweise selber, aber es ist so langweilig. Deswegen musst du es machen. Ha, nimm diese Ölflasche und hau ordentlich Öl auf die markierten Stellen. Und keine Heulerei, sonst schmeiß ich dich vom Berg. Ups. Dankeschön. Ja. Ach da, Maschine. Was für eine Maschine. Aber gut, haben wir Öl? Ja, haben wir. Muss ich absteigen oder geht das so? Okay, ich muss absteigen. Dann bleibt mal stehen, Karamell. Wir müssen die unsichtbare Maschine, aha, mysteriös, mysteriös, hier ölen. Oh Mann, Star Stable, ich weiß, dass da damals meine Maschine stand. Das weiß ich noch, weil ich das ganze Jahr hier mal mit meinem anderen Account schon gespielt habe. Und mich noch dran erinnern kann. Aber, wo ist sie hin? Was habt ihr gemacht? Wo ist die Maschine geblieben? Oh Mensch! So. Wollen wir mal wieder zurück zu ihm. Mal gucken, was er sagt, ob er zufrieden ist hier. Hat es gestunken? Haha, ich weiß, wie schön, dass ich das nicht machen musste. Ja, okay. Puh, nett, echt mal. Schlammschlacht. Hört uns zu. Wenn wir im Berg bohren, entsteht massenhaft Abfall. Der muss weg. Es macht keinen Spaß und es ist gefährlich. Aber einer muss es ja machen. In diesem Fall du. Nimm den Spaten und schaufel die Schlacke auf dem Hügel dort. Keine halben Sachen. Ich werde ein Auge auf dich haben. Oh, okay. Spaten. Ah, warte, hier. Spaten haben wir bekommen. Jetzt müssen wir das hier alles... Jetzt ist sie wieder zu schnell. Habt ihr das eigentlich auch, dass ihr da ständig hin und her schaltet mit dem... Rennen, ach nee, doch lieber nicht rennen, keine Ahnung, vielleicht doch rennen. Und jetzt ist es dann zu schnell, dann rennt man irgendwie am Pferd vorbei oder an allem, wo man an irgendwie bremsen möchte eigentlich. Jetzt ist wieder zu langsam. Also eigentlich muss man irgendwie permanent hin und her schalten, aber das muss ich mir noch angewöhnen. Ich bemühe mich. So, reicht das jetzt oder müssen wir noch mehr? Ach, das muss jetzt da unten auf den Hügel oder wie? Mal sehen. Was müssen wir jetzt hier? Ah, hier wird es jetzt hingelegt. Okay. So ergibt sich dann 10. Jetzt verstehe ich es. Gut. Bitteschön, haben wir gemacht. Zufrieden? Großer Darkcore-Boss? Oder nicht? Schwerer Job, was? Haha, keine Heulerei. Nee, ich heul nicht. Mach ich nicht. Komm her, Äffchen. Ich werde hungrig. Hol mein Essen aus dem Kühlschrank und beeil dich. Mein Magen grummelt schon. Was? Ey, das hat ja wirklich was von Azubi-Dasein, oder? Das hat was von hier, bedien mich. So, einmal Lunch holen und wieder zurück zu dem Herrn. Puh, echt mal. Hallo? Hier, bitteschön. Ha, Pferdebrot, mein Lieblingsessen. Schmatz, schmatz, schluck. Na, war das lecker. Ey, was? Du scheinst ja doch nicht vollkommen wertlos zu sein. Du bekommst jetzt einen wichtigen Auftrag, da ich mich auf die anderen Idioten hier nicht verlassen kann. Hier ist der Report für Herrn Sanz mit den Daten über unsere Arbeit hier. Wenn er den sieht, wird er mich sofort befördern. Mit diesen grünen Kristallen bohren wir 10-mal besser als vorher. Das Wasser wird grün. Ja, ich weiß, aber wen interessiert's? Angst, dass die Natur Schaden nimmt? Geschieht dir recht. Das werde ich besser zu Avalon bringen. Okay, ich schnapp mir jetzt also den Report hier und reite zu Avalon. Okay, okay, machen wir. Da muss er bestimmt wieder drüber nachdenken oder so. Oh Mann. Aber gut, wir haben auf jeden Fall mal so ein bisschen uns das Vertrauen, glaube ich, hier erschlichen. Bei dem Darkor-Boss. Mal sehen. Guck mal, hier unten ist Avalon. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn, sich jetzt hier vom Berg zu stürzen. Können wir hier irgendwie abkürzen? Autsch. Wo bin ich denn jetzt vor? Hier war doch gar nichts. Können wir hier abkürzen? Mal gucken. Nee, das können wir vergessen. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Das endet in, wir sind mysteriös wieder zurückgekommen.
Da unten ist ein Grillplatz. Ach, das ist. Ja, der hier. Da war ein Stern. Ich wollte den Stern haben. Also hier der Grillplatz, da gibt es einen Stern. Aber gut, jetzt reiten wir erstmal hier oben über den Berg. Hilft ja alles nichts. Und dann gucken wir mal. So, erstmal wieder zurück. Dann sind wir am Wellsee. Und dann können wir ja reiten. Und mal gucken, ob wir den Grillplatz noch finden. Wollt ihr? Das ist blöd. Das ist der Unterschied zwischen Video und Stream. Ne? In dem Stream kann ich euch jetzt fragen. Habt ihr Lust? Sollen wir nochmal eben gucken? In dem Video jetzt muss ich das selber entscheiden. Und keiner sagt, ob er das gut findet. Das sehe ich dann immer erst hinterher. Aber gut, jetzt sind wir erstmal gleich unten hier am See wieder zurück. Und ja, dann düsen wir mal Richtung Vale. Und bringen den Report über die Arbeit dem Avalon. Mal sehen, was er dazu sagt. So, wir können ja jetzt hier ganz geschickt irgendwie lang, ne? Hepp. So, hast du das schön gemacht. So, kommen wir hier lang. Ich habe heute irgendwie so dieses Bedürfnis abzukürzen. Und meistens, wenn ich sowas versuche, geht das total schief. Aber das könnte jetzt tatsächlich klappen hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, das hat jetzt gepasst. Warte mal, wo ist denn jetzt der Grillplatz? Der muss jetzt hier vorne irgendwo sein. Jetzt will ich da aber noch hin. Ich möchte da jetzt hin. Hier lang geht das. Also. Oh. Ach komm, Karamell. Jetzt mal im Ernst. Hier war jetzt wirklich nichts. Geht es hier lang? Ja. Ich denke, das ist richtig, was ich hier mache. Hua, hua, hua. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ja, hier ist er. Und hier habe ich doch von oben eben, genau, hier hinten, hier ist ein Stern. Wir hatten ja mal irgendwann, ja, du hast einen Stern gefunden. Wir hatten ja irgendwann mal gefragt in einem Video, ob das für euch okay ist oder ob ihr das möchtet, dass ich dann zwischendrin, wenn ein Stern über den Weg läuft, den auch mit euch einsammle. Und ja, da hatten wir jetzt mal wieder einen. Jetzt aber nichts wie los runter nach Vale zu Avalon. Und ja, können wir uns hier runterstürzen? Ja, es hat geklappt. Gut. Ich glaube, ich höre mich immer noch so ein bisschen kratzig und rau an. Seid mir nicht böse. Ich habe irgendwie so eine ganz leichte Erkältung im Anflug, die sich bei mir immer mega auf die Stimmbänder legt. Das ist komischerweise dann irgendwie, teilweise ist es dann wieder besser und dann ist es wieder phasenweise schlechter. Und im Moment ist es wieder, ich merke das auch im Hals, es ist total kratzig. Aber ich kann mich dann auch räuspern und so, wie ich möchte. Also, bevor ihr mir wieder virtuell irgendwelche Hustenbonbons schickt. Fand ich total süß gestern. So, egal. Jetzt weiter hier mit Avalon. Hallo Avalon, wir haben ein bisschen Infos. Ximena, gut, dass du da bist. Ich habe weitere Analysen des Wassers vorgenommen und es sieht so aus, als würde die Natur anfangen zu sterben. Genau, du warst ja bei Dakor. Hast du etwas gefunden? Ein Report? Mal sehen. Der ist verschlüsselt. Ich werde die Verschlüsselung knacken. Pass mal auf. Das kann ein wenig dauern. Komm morgen wieder. Ich hasse diesen Satz. Ich hasse diesen Satz. Ja auch. Okay, also gut. Dann enden wir jetzt hier wieder mal bei Avalon. Und kommen morgen wieder. Und mal gucken, ob er dann irgendwelche Analysen gemacht hat. Ob er irgendwie das Passwort knacken konnte vor allem. Und ja. Ob wir hinter das Geheimnis kommen, warum das Wasser so grün ist und warum jetzt hier die Natur anfängt zu sterben. Aber auf der anderen Seite, wir haben es ja eigentlich schon gelöst, ne? Die schaufeln da oben ihre Schlacke hin und her und irgendwie kommt das da alles ins Wasser. Das war ja oben direkt am Wasserfall. Also irgendwie scheinen die das da ja reinzuschaufeln. Und dann sind da diese öligen Maschinen und. Ja, das kann ja nicht gut sein. Ja, ihr Lieben, wir gucken morgen, wie es hier weitergeht. Oder in der nächsten Folge. Ja, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!